Philipp Wampfler. Ich erkläre ein paar Tools, didaktische Hinweise, Erfahrungen in Bezug auf digitale Fernlehre, Fernlernen, Fernunterricht. Jetzt beginne ich hier mit einem einfachen Tweet von Anna. Sie fragt nämlich, wenn jetzt zwei Personen zusammen sprechen wollen in diesem Videochat und auch gemeinsam ein Dokument bearbeiten wollen oder sogar was zeichnen wollen, wie macht man das dann? Und ich zeige euch jetzt hier, was Nele darauf geantwortet hat, nämlich sie stellt zwei tolle Tools vor, möchte aber vor diesen zwei noch grundsätzlich erwähnen, ihr könnt das mit Microsoft Teams problemlos auch machen, wenn ihr in Teams eine Videokonferenz einrichtet. Das habe ich in einem Video, das ich dann hier einblenden werde, auch schon gezeigt. Wenn ihr also so eine Besprechung über Teams habt, dann könnt ihr gleichzeitig alle Arten von Office-Dokumenten bearbeiten. Ihr könnt auch zeichnen in einer Whiteboard-App. Also da gibt es alle Möglichkeiten in Teams, wirklich kollaborativ an Dokumenten zu arbeiten. Nutzt das, wenn ihr es habt. Ich habe jetzt so die Quick and Dirty Version erwähnt. Nehmt eines der Videotools, das ihr schon kennt, Zoom, Jitsi Meet, das ich schon vorgestellt habe, und kombiniert es einfach mit der Arbeit an einem CryptPad-Dokument oder einem Etherpad-Dokument. Jetzt aber elegantere Lösungen in diesem Vorschlag von Nele. Also nehmen wir zuerst Straw Chat. Ich starte ein neues Whiteboard. Und habe hier eine Fläche. Jetzt wird es groß, ich kann es noch größer machen. Und in diese Fläche kann ich jetzt einfach mal reinzeichnen. So, ich zeichne jetzt mal mich, so gut ich das kann. So, heute habe ich auch noch ein paar. Ich habe sogar ein paar. So, super. Ja, so sehe ich aus. Genau. Und ich kann Bilder hinzufügen, Text schreiben. Ich zeige jetzt nicht all die Funktionen. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Also ihr könnt gemeinsam zeichnen, könnt das speichern, wieder neu starten und so weiter. Und ihr könnt hier, ich blende jetzt mal die Kamera ein, dann bin ich sichtbar. Und wenn jetzt jemand hinzukommt, dann seht ihr verschiedene Figuren, die haben einen Nickname. Also ich bin jetzt Mipia. Und wenn ich jetzt den Link weitergebe, also hier oben, dann komme ich auf diesen Link, habe Möglichkeit, das per E-Mail zu verschicken, kann einen QR-Code erstellen. Ich nehme jetzt mal den Link, gehe zu Firefox, füge den Link ein, damit ihr seht, wie es aussieht, wenn zwei Personen zusammenarbeiten. Und ihr seht, jetzt sind zwei Leute da. Also neben Mipia ist jetzt noch Subutu eingetaucht. Ich kann jetzt sagen, hallo. Wie geht's? Das erscheint im Chat. Das bin jetzt, ich bin der Grüne. Der Gelbe ist die Figur, die hier spricht. Das bin jetzt auch ich. Wenn ich jetzt auch mit Video erscheinen möchte, kann ich hier nochmal die Kamera aktivieren. Und ihr seht jetzt, sind wir beide hier drin. Also es sieht jetzt etwas seltsam aus, weil ich es bin auf ganz verschiedenen Ebenen, aber hier könnten alle Leute dann tatsächlich ins Gespräch kommen und hier gemeinsam zeichnen, besprechen, was es ist. Das Tool ist sehr, sehr intuitiv, einfach zu handhaben. Ihr könnt wirklich über diesen Link draw.chat gehen und das können auch zwei Schülerinnen und zwei Schüler problemlos nutzen, um gemeinsam Hausaufgaben zu machen, gemeinsam Projekt zu gestalten. Zweite Möglichkeit von Nele ist etwas komplizierter. Jetzt habe ich es gleich geschlossen. Es kommt nochmal so. Mein Internet ist deshalb etwas langsam, weil diese Videos gleich hochgeladen werden. Das nutzt dann immer ganz viel Bandbreite, um das Video auch gleich zu speichern. Das zweite ist OpenTalk Glitch Code. Ihr seht das dann unten als Link. Es ist ein Tool, um gemeinsam eigentlich Programmcode zu schreiben. Und das ist jetzt ein bisschen umständlicher.
Also auch ohne Login, ich starte mal CodeChat. Bin automatisch dann Video sichtbar, kann hier Mikrofon einschalten, ausschalten. Und jetzt lädt mein Projekt. Ich kann das Projekt jetzt hier bearbeiten und habe hier jetzt einen Markdown-Text. Das da links sind alles Möglichkeiten, um Programmcode zu schreiben. Aber wenn ich hier dieses ReadmeMD nehme, dann kann ich hier einen Markdown gemeinsam Code bearbeiten, also gemeinsam den Text bearbeiten. Das heißt, ich kann jetzt hier meinen Fehler korrigieren und hier dann weiterschreiben und habe dann eigentlich ein recht hübsches Dokument, das ich dann auch tatsächlich runterladen und weiterverarbeiten kann, wenn es wirklich nur darum geht, gemeinsames Textdokument zu erstellen. Diese Tools, die ich jetzt gezeigt habe, vom Datenschutz her, soweit ich es beurteilen kann, unproblematisch. Ihr braucht kein Login, es werden keine Namen, keine persönlichen Daten irgendwo gespeichert. Es sind Open Source Projekte, also könnt ein gutes Gefühl dabei haben. Testet es aus. Gerade dieses Glitch Tool braucht ein bisschen Erfahrung. Das Draw Tool hier mit Draw Chat ist wirklich ein Stück einfacher, eignet sich gerade auch für Einsteigerinnen und Einsteiger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.